Dann schauen wir doch mal. Einfach hier rein. Die Tür scheint wohl anderswo gesteuert zu werden. Okay, also schauen wir hier rein. Du mach bitte Fackellicht, sonst ist ein wenig zu dunkel hier. Ah, wir können doch Gegner hinter den Türen sehen. Okay. Können wir auch nicht öffnen. Oh, weia. Das scheint kompliziert zu werden mit den ganzen hintereinander geschalteten Türen. Mit dich kriegen wir auf. So, was haben wir da drin? Wow, wow, hey, ganz ruhig. Warum könnt ihr angreifen, wenn wir reinkommen? Das ist komisch. Okay, du... Das sind ganz normale Missionäre. Die können wir einfach so befühlen. So. Ja, ist kaputt. Zwei kaputt. Stufenanstieg. Sehr schön. Drück. Du hättest gerne... Vitalität brauchen wir langsam echt nicht mehr. Du hast mehr als genug. Ich glaube, ich hau mal alles bei ihm auf Macht. Ein auf Wahrnehmung für mehr Angriffswert. Rest auf Macht. So. Und dann noch Fertigkeiten. Einmal Axt steigern bringt zwei Angriffswert. Einmal Wahrnehmung steigern steigert nur ein Angriffswert. Also lohnt sich das eigentlich gar nicht. Okay. Also wenn das richtige Spiel irgendwann draußen ist und wir eine neue Gruppe anfangen, dann sollten wir dann denken, dass die Tanks wirklich nur Stärke und Vitalität brauchen. Die Angriffskraft kriegen sie schon durch ihre Waffenskills genug. Aber ja, mehr, mehr, mehr. Einfach nur mehr. Fertig, okay. So, dich werden wir drücken müssen, um eine der Türen aufzubekommen. Und so. War das gerade ein getimter Schalter? Das hört sich so an. Ich habe ihn. Oh, okay, Kampf. Also, es hört sich so an. Ich habe den Schalter gedrückt. Dann hat es Klick gemacht. Und dann so 10 Sekunden später hat es nochmal Klick gemacht. Hm. Gehen wir zurück. Ein Milizionär. Du bist aber eine Elite, oder? Nö, bist du nicht. Das ist hier noch sehr überschaubar, der Dungeon. Also was die Gegner angeht. Aber ich denke mal, das wird noch ein Zacken zunehmen. Hallo, Fernkämpfer. Komm mal her. Das hörte sich gerade an, als hätten die sich gebufft. Oder das könnten auch die kleinen Seelenfetzen sein, die aus der Leiche hier strömen. So, sichern, 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 sichern. Guck mal hierher. Dann verprügeln wir euch. Räuber? Räuber? Achso, das waren die ganz normalen Bogenschützen. Heiltrank, sehr schön. Talana sieht allerdings nicht so gut aus. Nichts, was man plündern könnte. Das hier war wohl mal die Küche. Ein Durchbruch, zu dem wir sogar durchgehen könnten. Okay. Können wir hier... Du, mach mal Licht. Leider nichts an Büchern, was wir mitnehmen können. Dafür eine Riesenspinne. Ich würde jetzt ungern nur wegen ihr einen Heiltrank verbrauchen. Aber genauso ungerne, wenn nicht sogar ungerne, ja, würde ich wegen ihr in die Stadt zurücklaufen müssen. Sagen die Rationen, 6 Stück. Wir haben 3 Heiltränke. Na gut, komm. Dadurch sparen wir uns gerade 5 bis 10 Minuten hin und her gelaufen. Oh, was kommt da? Ein Nahkämpfer, ein Fernkämpfer. Piu, 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 piu.
Oh, zwei Granatkämpfer. Du stellst jetzt hoffentlich den Weg, genau. Kannst du nicht mehr schießen. Und du kommst auch im Nahkampf, sehr schön. Nee, komm, du verbrätst ein bisschen Mana, dann schlafen wir gleich. Oh. Also, du haust den. Du machst Feuerball auf den da hinten. Du schießt, du schießt. Jetzt könnten wir Roulette spielen. Oh, noch besser, er geht ran. Sehr gut. Kaputt. Schlafen. Sehr gut. Weiter. Ja, Lebenstrank. Sehr gut. Ja, da wir hier recht viel gegen Milizionäre und Räuber kämpfen, haben wir auch jedes Mal die Chance, Heiltränke zu bekommen. Das könnten wir übrigens mal im Bestiarium nachgucken. Das ist nicht das Bestiarium. Da. Hier. Milizionär. Ob der Loot irgendwo steht. Du bist kein Miliz. Ach, da ist Leck. Ja, okay, macht auch Sinn, weil das hier zu laden dürfte ein bisschen Ressourcen fressen. Also ein Räuber, ein ganz normaler, hat leider keine Anzeige für seine Beute. Aber wir wissen, dass sie Gold droppen, wie jeder Gegner, und Heiltränke. Genauso wie die hier Mana-Tränke droppen können. Und die spinnen jeweils Gegengifte. Er hat einen eigenen Eintrag bekommen. Hm. Okay. Karte sagt, hier geht's lang. Aber erst später wahrscheinlich. Recht komische Geräusche im Hintergrund. Als wenn hier irgendwo ein Gefängnis wäre und jemand gefoltert wird. Was gut sein könnte. Oh, Bogenschütze. So, du... Sorg mal dafür, dass keiner Schaden hat. Oh, ein Holzschild. Mindestens Expertin-Schild. Ja, nee. Wir haben gerade alle Punkte bei Tirik geballert. Der wird nicht so schnell Schildexperte werden. Und mir fällt ein, ich wollte Tirik eigentlich einen Punkt in schweren Rüstung geben. Verdammt. Da können wir nichts mehr ändern, richtig? Nee. Na gut, dann halt nicht. Und komm, level up. Du kriegst jetzt nur Macht. So. Du kannst gar keine schweren Rüstung tragen. Könntest nur mittelschwere und da hast du schon einen Punkt drin. Hm. Streitkolben, ja. Komm, gib ihm. Mehr Leichen auf dem Boden. Mehr Türen, die wir nicht öffnen können. Neues Licht, bitte. Ein Eisenhelm, Tränke und Gold. Kriegen wir auch nicht auf. Das ist jetzt komisch. Vor allem, dass hier keine Anzeige kommt, dass man es von anderswo öffnen soll. Hm. So viele Möglichkeiten weiterzumachen haben wir auch gerade nicht, oder? Der komische Raum hier, wo wir nicht reinkommen. Gucken wir, ob hier irgendwo noch ein Geheimgang wäre. Nee. Also würde sich anbieten, dass man hier die Regale irgendwie zur Seite schieben kann, wenn der Geheimgang ist, aber nee. Da ganz am Anfang könnte es jetzt noch weitergehen. Ich husche da mal ganz kurz hin. Strafenderweise. Oder ich habe irgendwas anderes da oben übersehen, aber müssen wir dann gucken. Da ging es nicht weiter. Jo, Tür ist offen. Dicht. Komm. Warum sind wir im Kampf mit einer Kreatur, die hinter der Wand ist? Oder kommt da jetzt gleich was? Da kommt gleich was. Weg. Genau, du.
Was? Durch die magische Rüstung durchgeschossen und abgewehrt und... Hä? Ja, das war komisch. Achso, das ist ein Elite-Räuber. Ja, okay, das könnte erklären, warum er so aushält. Und so viel Schaden macht. Ich wollte schon meckern. Ein Räuber. Nahkampf. Oh, ein Räuber und ein Milizionär, die recht nah beieinander stehen. Oh, Murun braucht Schutz. So, kein bisschen Beute hier. Bei den ganzen Waffenhalterungen und so. Sowas finde ich echt schade. Aber dich werden wir plündern können, weil du wie eine große Kiste aussiehst. Also ein großes Fass. Nee. Also das müssen die Jungs und Mädels von Ubisoft echt noch machen. Weil diese großen Fässer und großen Kisten, die immer gleich aussehen, finde ich doch ein wenig kitschig. Und gleich mit einem großen weißen Rahmen drum und goldener Funkel, dass man auf jeden Fall das nicht verpasst. Das ist doch ein wenig zu sehr an die Hand nehmen. Könnte man ja einen extra Oldschool-Modus reinpacken oder so. Du trinkst bitte einen Trank. Aber ja, so ein Oldschool-Modus hätte echt was. Dass man dann vielleicht wirklich begrenzte Ressourcen hat, was Tränke angeht. Dass man keinen Gegner-Respawn hat, wo man grinden kann. Dass man wirklich aktiv nach solchen Kisten suchen muss. Und dass sie nicht immer wie Kisten aussehen, sondern auch teilweise einfach nur Bretter auf dem Boden. Und die Kamera nicht sofort dahin zoomt, sondern einfach wirklich Leertaste ausprobieren muss. Das wäre schon ganz schick. Aber selbst wenn es nicht im Spiel sein sollte, da das Ganze ja diese Unity-Engine hat, müsste es relativ leicht zu modifizieren sein. Das heißt, man kann da vielleicht auf Community-Mods hoffen. Zumal es ja auch diesen Dungeon-Jitter oder irgendwas in der Richtung geben soll. Also wo man wirklich selber sich Dungeons basteln kann und vielleicht auch ein wenig im Regelwerk rumbasteln. Oh ja, töten, töten. Oh komm, das Waffe ist defekt. Das ist nicht gut. Gehen wir weg. Vor allem haben wir, glaube ich, auch keine zweihändige Ersatzwaffe. Kann das sein? Ich glaube schon. Das sah gerade fast so aus, als hätten wir in zwei Felder weit geschubst, aber nö. Ich würde sagen, es ist bald Zeit zum Rasten. Oh, Schalter. Da hinten. Jetzt müssen wir noch einmal rumlaufen. Okay. Außer hier ist eine Abkürzung aufgegangen. Nein. Zum. Genau, Orgrim. Willst du das kaputte Ding in der Hand behalten, wodurch es schwächer ist, oder willst du das einhändig alles? Oh ne, der hier. Der ist nicht kaputt. Okay. Hier rum, darum. Ich glaube, ich bleibe eine Weile ohne Fackel. Also ja, man sieht besser. Das ist offensichtlich. Aber ich finde das Fackelgeräusch ein wenig nervig, zum einen. Und zum anderen ist es mir ein bisschen zu orange hell alles. Ich glaube, ich probiere demnächst mal wieder den... Oh, kommst du näher? Achso, hinter der Tür, ja, macht Sinn. Ich probiere demnächst mal diesen anderen Lichtzauber aus. Nicht die Nachtsicht, sondern das andere. Verteidigen. Zwei Elite-Milizionäre, yay. Abgewehrt, abgewehrt. Ja, das könnte lustig werden. Du trink mal einen Trank. Du spott mal. Das wird echt übel, die Buff.